Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pok & Go. Endlich ist es mal wieder soweit. Ja? Die letzte Folge ist schon wieder super lang her. Ich glaube schon wieder 2 Wochen, wenn nicht sogar mehr. Und jetzt spielen wir mal endlich wieder. Es ist sehr viel passiert. Es ist 3.53 Uhr in der Nacht. Ich bin im Stadtpark. Es ist der Donnerstag, der, ich glaube, 8. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, müsste aber. Es regnet gerade ein bisschen, das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu spielen gerade. Ich muss mein Handy mal so ein bisschen verdecken. Und muss hier auch noch die Pfützen erkennen, dass ich nirgends reintrete. Wir haben aktuell ein super geiles Event. Mal wieder. Der Februar wird ziemlich cool, weil jetzt auch die Go-Tour beginnt. Die globale. Und ich weiß nicht, ob es dir einer oder andere aufgefallen ist. Aber das ist mir beim Chanera-Community aufgefallen. Habe ich natürlich gespielt. Dieser Pokéstop hier ist neu. Der wurde neu hinzugefügt und dafür der hier stand, entfernt. Und ihr wisst, da war meine Route und die ist jetzt einfach weg. Das hat mich schockiert, weil ich war da irgendwie bei 70 von 100 Routen durchläufen bis zum nächsten Routenlevel ab, sag ich mal. Ja, das war's damit. Die Route ist weg. Keine Ahnung, warum der Pokéstop entfernt wurde. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich die kleine Stadtgartenrunde halt wieder machen. Wobei ich da auch schon sehr weit bin. Die habe ich auch schon sehr oft gemacht. Routen jetzt sowieso nicht so wichtig, aber wenn ich halt hier bin und schon im Bereich der Route laufe, dann mache ich sie halt an. Genau. Jetzt gerade ist ein Drachen-Event. Entfesselte Drachen. Mit sehr spannenden Spawns. Also es gab eine globale Herausforderung in den letzten Tagen und die hieß global. Alle Spieler zusammen müssen 1 Milliarde gute Würfe landen. Also auch großartig und fabelhaft zählte dazu. Und das haben wir jetzt vorhin abgeschlossen. Also Mittwochabend. Und als Belohnung bekommen wir eben interessantere Spawns. Davor kamen nur so Carpador, Sphinx, so Pokémon, die eigentlich gar keine Drachen-Pokémon sind. Also sehr langweilig, wobei Carpador eigentlich sehr geil ist für die Bonbons. Und jetzt haben wir halt ja, spannendere Spawns, wie zum Beispiel Kindwurm, also halt die Drachen-Pokémon, Kaumalat, Dratini natürlich, Balgoras, also wir haben jetzt schon ein ordentliches Kaliber hier. Wenn wir hier mal in die Nearby-List schauen, FM, Milza zum Beispiel natürlich, Algit, Potrot auch interessant. Da habe ich auch schon einen Shiny ergattert. Ja, ich luchs. Also, ich habe natürlich trotzdem gespielt, auch wenn ich nicht aufgenommen habe. Warum ich nicht aufgenommen habe, keine Ahnung. Hat mich Kara auch schon gefragt am Community Day. Mit Chanera, das haben wir gespielt. Habe ich auch fast komplett durchgesuchtet. Rampenlichtstunde war mit Tarnpignon. Da gab es ja doppelte EP. Und Tarnpignon hat an sich ja schon einen Sternstopp-Bonus. Doppelten Sternstopp. Nur leider hatte ich da ein Turnier. Das hat mich so genervt. Also, ich hatte natürlich Bock auf Turnier. Aber es hat mich halt trotzdem jetzt im Nachhinein genervt, dass ich da das nicht ausnutzen konnte. Ich habe so viel gefangen, wie geht. Während der Autofahrt halt. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Von daher gar nicht so verkehrt, aber viel Sternstaub konnte ich jetzt nicht machen. Man hat aber fast 2000 Sternstaub mit Wetterbonus bekommen. Pro Tarnpignon. Völlig egal, wie gut der Wurf war. Und Spieltrend hat da zum Beispiel fast 1 Million Sternstaub abgesahnt. Also da war sehr viel drin. Also es ärgert einen natürlich schon. Ja. Ist jetzt halt leider so. Dann war letzten Dienstag Dratini-Rampenlichtstunde, das gleiche, da war ich auch auf Turnier. Bei Dragoran, da habe ich eigentlich alles, was man so braucht. Ich habe ein 100er Krypto. Ein 1 unter 100er normales und ein Shiny Krypto mit guten IV.
Das heißt, Dratini war jetzt sowieso nicht so wichtig für mich. Aber für die Bonbons zum Pushen und es gab doppelte EP. Für die EP habe ich dann trotzdem auf der Autofahrt wieder ein bisschen gespielt und habe tatsächlich in dieser kurzen Zeit bei diesen kurzen Spawns, bei diesen wenigen Spawns, Legios, habe ich tatsächlich auch ziemlich Glück gehabt. Zeige ich euch gleich generell, was ich so gefangen habe in letzter Zeit. Zeige ich euch gleich in den Raids aktuell neu. Wie heißt das? Lenshidong? Nee. Warte, das verwechsel ich mit dem Tischtennisspieler. Lenshidong? Nee. Shenlong oder irgendwie so. Also, so ein Drachen-Pokémon. Und Shadrago. Oh, noch eins. Ah, noch so ein 3-Sterne-Raid. Tortunator. Und mit den drei gibt es auch Showcases. Shenlong. Shenlong heißt das. Das habe ich bisher noch nicht bekommen. Was ist das jetzt hier? Ach, ich habe die... Die Route hat noch nicht mal begonnen, oder? Die beginnt, glaube ich, jetzt erst. Stimmt. Tja, muss man erstmal nah genug hingehen. Läuft die jetzt? Ja. Na super. Ja, ihr seht die Boni hier oben rechts. Das ist eben das... Event-Pokémon erscheinen in Raids, da weiß ich noch gar nicht, um welche Pokémon es sich handelt. Das wusste man davor auch noch nicht. Das kann man natürlich dann erst tagsüber erfahren. Jetzt halt die besonderen Pokémon. Und Event-Attacken, ja. Auch interessant. Also Attacken, die es zum Beispiel nur bei Community Days gab. Da muss ich mich auch mal informieren, dass ich da ein bisschen was absahen, was wichtig wäre. Ja, jetzt laufe ich hier ein bisschen hin und her. Der Standardkram eben. Ansonsten, die Season geht gar nicht mehr so lange. Also, ja, nur noch diesen Monat halt. Anfang März ist dann Frühlingsanfang und dann sollte eigentlich die nächste Season beginnen. Die Feldforschungen sind sehr angenehm aktuell. Mein Beutelplatz aktuell 2700. Muss ein bisschen hier auffüllen. Pokémon-Aufbewahrung ist bei 1600. Ich habe gerade Ampharos in der Mega-Entwicklung. Ich habe in den letzten Tagen oder gestern ganz viel Mega entwickelt hintereinander, weil ich jetzt auch mal mit den Mega-Leveln ein bisschen hinterherkommen möchte. Und meine Kumpel, die wechsle ich jetzt eigentlich täglich immer mal wieder durch und fütter bzw. sammle Herzen, weil ich jetzt in möglichst kurzer Zeit eigentlich möglichst schnell mit möglichst vielen Pokémon beste Kumpel werden möchte. Mit Mewtwo bin ich schon ziemlich weit. Aber auch meine guten Dragoran, mein Despotar, Letaking. Da versuche ich halt ein bisschen das Kumpel-Level zu pushen. Und am Community Day habe ich sehr viel EP gemacht. Auch durch Freundschaftsaufstiege. Mit Jonera, ihr seht, ich bin Level 44. Das war in der letzten Folge noch nicht so. Da habe ich die letzten Voraussetzungen erfüllt. Für Level 45, die Voraussetzungen sind relativ einfach. 100 Go-Rocket-Rüpel, 50 Bosse und 100 Krypto-Pokémon erlösen. Also, keine Ahnung, beim nächsten Team Rocket-Event sollte das dann eigentlich recht schnell gehen. Das mit dem Erlösen ist ein bisschen nervig, weil es natürlich jedes Mal Sternstaub kostet. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Pokémon gibt, die besonders wenig Sternstaub kosten. Keine Ahnung. Ja. Ich laufe jetzt hier mal noch ein bisschen weiter. Also ich habe mir die Freundschaftsaufstiege sehr gut aufgehoben, so wie man es eigentlich machen sollte. Und damit Glücksei reingebuttert. Und so bin ich jetzt auch schon wieder bei 2,5 Millionen. Für dieses Level. So, und jetzt kommen wir zu den Pokémon, die ihr verpasst habt. Ich bewerte jetzt erstmal kurz hier die Neugefangenen. Feldforschungs-Pokémon sind auch spannend. Haben wir vorhin ja gesehen. Oh mein Gott. Ja, moin. Das habe ich gerade eben erst gefangen. Ein fast perfektes Dratini. Ja, moin. Alter Vater. Und das war aus einer Feldforschung. Auch nicht schlecht. Uiuiui. Ja, man sieht schon. Es ist aktuell eine gute Zeit, um sich
Drachen-Pokémon zu besorgen, Gute. Alter. Oh, das Dratini gefällt mir. Ja. Hat auch hohe Level, also gute WP. Könnte man fast schon überlegen, ne? Das auch zu entwickeln. Ich meine, ich habe genug Bonbons. Beim Kaumalat warte ich noch ab. Da wären 100 natürlich besser, deswegen noch entwickle ich gar nichts. Mein bestes Knacker hat 2 unter 100. Von daher wäre es jetzt nicht nötig. Ja, komm, ich verschicke das mal. Das braucht jetzt nicht. Das Dratini allerdings werde ich auf jeden Fall erstmal behalten. Warte mal, jetzt wollte ich ja zu den Pokémon kommen. Lass mich noch ganz kurz hier diesen Pokéstop drehen. Ich werde jetzt vermutlich 2 Folgen aufnehmen, dann wieder heimfahren. Folge 100 steht ja auch mehr oder weniger bald in den Startlöchern. Also tut mir jetzt echt leid, dass das wieder so unregelmäßig kam. Ich weiß auch nicht. Es ist halt einem auch nicht jeden Tag nach Reden und nach Laben beim Spielen, klar. Da ist Platz in der Arena, da gehe ich gleich mal hin. Und hier ist schon ein Kindwurm, seht ihr mal. Boah, 900, ist nicht schlecht. Und da geht's weiter. Na gut, Rettan ist jetzt nichts Besonderes. Flampion ist schon auch jetzt häufiger wieder durch dieses Drachen-Event. Geht aber nur eine Woche, also ist bald wieder vorbei. Und dann kommen ja, glaube ich, Urform Palkia, Urform Dialga. Mit diesem Effekt, dass man da Sternstück und die ganzen und Rauch und Ampelrauch und so, dass man das anhalten kann zeitlich. Kostet aber Bonbons und Sternstaub. Ja, mal gucken, wie ich das nutze, ob ich das nutze. Kostet halt sehr viel. Aber ich habe schon gesehen, da gibt es irgendein Ticket für 6 Euro. Ich glaube sogar 2. Wo man sehr viele Bonbons auch bekommt. Wo ich ernsthaft überlege, es mir zu holen, weil das echt gut klang für den Preis. Muss ich mal überlegen. Das werde ich euch dann sagen, wenn es soweit ist. Ich glaube, 17. und 18. ist das Wochenende. Da findet dieses GoFest global statt. Und ein Knurr ist sehr gut. Ich mache diese AR-Quest jetzt auch immer öfter. Um die Knurrs zu bekommen, damit man halt schneller Herzen farmt. Man kann auch ohne Knurrs diesen Aufgeregtheitsstatus erreichen und dann doppelte Herzen sammeln. Aber mit genug Knurrs geht es natürlich noch schneller. Ah, wollte ich das reinsetzen? Bin mir nicht sicher. Kann man jetzt eigentlich Mega-Energien durchs Laufen? Nee. Ich weiß gar nicht, wie. Weil irgendwie Spieletrend hat im neuen Video gesagt, dass man Mega-Energien sammeln kann durchs Laufen. Mit dem Kumpel. Keine Ahnung, ob das stimmt. Noch keine bei mir. So, hier gehe ich auch selten hin in der Folge. Ja. So, ich wollte euch ja eigentlich Pokémon zeigen. Aber kaum Alat und so kann man nicht stehen lassen. Das ist so ein Pokémon, das nimmt man immer mit. Weil es ist einfach auch normal selten und es ist halt ein saustarkes Pokémon und so, deswegen. Klar. Also, wir gehen runter. Ich weiß nicht, wie weit. Ja, wahrscheinlich schon ein Stück. Porygon habe ich, glaube ich. Oh, habe ich euch das schon erzählt? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ab hier hört es langsam auf. Hier ein Zurukex. Warum habe ich das bitte aufgehoben? Ich glaube noch für ein Showcase. Obwohl das gar nicht so groß war. Showcase momentan. Oder in letzter Zeit generell schwierig irgendwie. Ein Krypto-Panflam. Das war jetzt vom Team Rocket Event alles. Hab auch schon Frustration verlernt bei allem. Ein Donphan entwickelt. Sehr gutes Baldurfisch aus einer Feldforschung. Krypto-Chelest mit 3 Sternen. Super geil. Das sind so Pokémon, diese Kryptos. Die kann man alle entwickeln mal. Am besten natürlich mit dem Glücksei. Wobei, das glaube ich jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied macht. Krypto-Plinfa. Also alle Sinnoh-Starter in Krypto. Ein Hopspross. Gutes zum Tauschen. Ein Krypto-Glibunkel. Mein erstes Cavalanzas entwickelt von einem fast perfekten Laukaps. Ein gutes Gardevoir entwickelt, sehr gute WP für die Überliga. Ein Shiny Marbula gefangen.
random. Ein Krypto-Kindwurm, ein Krypto-EDC-Bar, fast perfektes Tobiris aus der Feldforschung, Smogmog, Feldforschungsdurchbruch, ein 3-Sterne-Krypto-Relaxo schon gepusht, sehr stark, ein Pantifrost entwickelt, oder ja, als Galar-Pantibus bekommen, ein Krypto-Kram-Chef, 3 Sterne, ein Shiny Hutsasa vom Tampion Rampenlichtstunde. Da habe ich tatsächlich in dieser kurzen Zeit, bei diesen kurzen wenigen Spawns, ein paar Shinies abgesahnt. Einmal das hier mit 2 Sternen. Ein XXL, was man durchaus verschicken kann. Ich hebe die sicherheitshalber immer auf. Das war aber nicht das einzige. Ja genau, hier noch ein Shiny Arctip. Dann habe ich hier noch ein Shiny Tampion gefunden. Ein Shiny Ditto. Ein natürlich Krypto Kyogre Giovanni habe ich dann besiegt. Am Ende vom Event 2 Sterne. Geht besser. Spieltrends hatte, glaube ich, 1 Stern nur. Von daher bin ich dort zufrieden. Das wird auf jeden Fall gepusht. Knirfisch. Okay. Agrostella. Das war mein erstes Knirfisch, by the way, aus der Feldforschung. Fast perfektes Agrostella. Latias natürlich. Aktuell mega Latias und mega Latios im Raid. Wobei die, glaube ich, jetzt verschwinden, weil jetzt ist ja wieder Mittwoch gewesen. Noch ein Shiny Arctip. Ja, das ist zum Tauschen. Ein Krypto Staraptor mit genau 1500 WP. Ein Krypto Skorgler. Und hier ein Krypto Kindwurm entwickelt. Deswegen kann ich das andere verschicken. Ein Krypto Brutalander mit perfekten WP. Für die Superliga ein fast perfektes Zwolok. Ein Smogon, wo ich noch nicht genau weiß, was ich mitmache. Fast perfektes Akkub. Sehr gutes Hutsasa entwickelt. Sehr gutes Granbull. Noch ein Shiny Marbula. Das ist hier eigentlich. Ah, nee, ist zum Tauschen eigentlich. Und dann hier ein paar Glückstauschs mit Kara. Aktuell, glaube ich, ist auch die, ja, die Wahrscheinlichkeit für Glückstausch und Glücksfreunde erhöht. Glücksrayquaza. Kapuno. Vollipurba war einfach, ja. Weiß ich gar nicht. Haben wir, glaube ich, einfach auch getauscht auch. Kryptofellino. Dann kam der Shanera Community Day. Da habe ich gar nicht so viel Shinies abgesahnt. Ich glaube nur so 16 oder 18. Aber ein Shiny aus einer Feldforschung, 3 Sterne, das hat mich sehr gefreut. Und jetzt kommt's, Leute, ein 100er. Tatsächlich. Random im Lockmodul, glaube ich, oder im Rauch sogar. Auf jeden Fall saß ich da und bam. Ja, direkt entwickelt, auf Hyperliga gepusht. Wie geil ist das? Das ist sick. Dann hier noch ein Zobiris, ja, mit gutem WP, ein Latios Raid, auch okay, IV, hier halt noch ein paar Shinies, ein Galar Fleckmon, ein Zwaroness entwickelt, ganz gut, Tortonator gemacht, Glückstausch, 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 das hat mich sehr gefreut mit Gyarados, 2 unter 100, das war bestes, ein Glückstratini, ein Shiny Glumanda getauscht, 2 Sterne entwickelt, Mini-Ras aus dem Feldforschungsdurchbruch. Ein Shiny Potrod, richtig geil. Und ein fast perfektes Galar Flampion entwickelt. Ein Shiny Carpador. Ja, das ist jetzt hier auch noch ein Dratini-Gutes. Und dann halt ein paar Dratinis von der Rampenlichtstunde und tatsächlich auch ein Shiny dabei gewesen. Und den Rest kennt ihr. So, puh, das war jetzt viel Gelaber. Jetzt reicht's mal wieder hier. Ich werde jetzt die Aufnahme kurz safen, cutten und das Video beenden und nehme jetzt gleich die nächste Folge auf. Die kommt dann nachher. Bis dann und tschüss.